Hallihallo, hier ist wieder euer Darth Steffen zockt zu unserem heutigen Adventskalender-Türchen öffnen, den Adventskalender-Türchen Nummer 10. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei diesem Video und wir fangen auch gleich einmal an und ja, öffnen wie immer unsere Adventskalender-Türchen und heute mal aus einer anderen Perspektive, wie ihr seht. Ich hoffe, es ist für euch okay, die Perspektive. Ich werde auf jeden Fall immer mal ein bisschen rumprobieren, rumtesten mit anderen Perspektiven. In der Hoffnung, eine schöne Perspektive für euch rauszufinden, in der ich euch die Videos machen kann. Aber es ist halt ein bisschen schwierig, weil der Lichteinfall auch ein bisschen anders ist. Und ich muss gucken, dass ich euch das zeigen kann. Der Stein ist ziemlich dunkel, also da sieht man nicht viel bei den Steinen. Aber es geht. Es geht. Ich muss dann auch mal gucken, wegen Licht. Und dass der Lichteinfall gut ist und dass ich euch das relativ gut zeigen kann, ohne ja, dass es nicht so gut aussieht. Hier ist Nummer 10 in unserem schönen Smarty-Kalender. Ja, natürlich, aber es kann öffnen. Und jetzt muss ich halt mal schauen, weil ich anders sitze, wie ich da meine Kalender lege. Am besten mal so hier. So geht es am besten. Heute einmal ein Smarty-Video, ohne dass Smarty draufsteht. Wie gesagt, manchmal steht Smarty drauf, manchmal steht nicht Smarty drauf. Dann muss ich das hier hochlegen. Gesagt, ich nehme aus einer anderen Perspektive heute mal auf. Heute sitze ich mal an meinem Schreibtisch und auf meinem Stuhl. Ich mache mit euch die Türchen auf. Wie gesagt, ich teste da ein bisschen rum und mache mit euch die Türchen auf. Ja gut, kann man nicht ändern bei diesen Kalendern. Die kann man schlecht in ein Stück halten. Immer total auf. Das ist immer schade. Das ist unser Pokémon-Kalender. Also der inoffizielle Pokémon-Kalender. Nicht der von Funko Pop. Ja. Immer dazu sagen, der eine ist Funko Pop, der eine ist, denke ich mal, inoffiziell. Nur, dass euch nicht wundert, dass die Pokémon für den einen vielleicht ein bisschen billig aussehen. Jetzt kommen wir zu unserem Kinderschokolade-Kalender und schauen auch dort mal rein, was heute schönes drin ist in der Nummer 10. Und suchen sie auch gleich mal zusammen. Ich habe sie auch schon gefunden. Ich weiß nicht, wie ihr sie gefunden habt. Hier ist die Nummer 10. Ich will immer gucken, dass ich nicht hinter den Kalender bin, wenn ich rede. Weil dann ist meine Stimme immer etwas leiser, habe ich mitbekommen. Was ich gemacht habe, bis jetzt war noch kein Schokobon drin. Ne? Bis jetzt habe ich noch einen Schokobon gefunden. Das meiste, was bis jetzt immer drin waren, sind die Buenos. Das ist jetzt schon Nummer 3 von den Kinder Bueno. Das ist jetzt schon der dritte, den ich rausgeholt habe. Die scheinen wirklich am meisten drin zu sein. Aber kein Problem. Esse ich auch sehr gerne. Und weiter geht's mit dem Funko Pop Kalender von Pokémon. So, einmal aufmachen. Und dann machen wir natürlich auch die Nummer auf, in der Hoffnung, dass es einigermaßen ganz bleibt. Ja, die ging im Ganzen auf. Einmal wieder zumachen mit dem Kalender und holen mal unsere Mini Funko Pop raus. Auch sehr schön. Ich denke mal, so von Winkel her und von Licht her dürfte es gut gehen, da man es gut sehen kann. Also, ich würde sagen, es ist vollkommen okay so. Man kann es schön erkennen, wenn ich euch das Zeug zeige. Das ist super. Ja, ja, so ist das. Oh, da kommen wir jetzt zu unserem Haribo-Kalender und suchen auch gemeinsam die neuen. Für euch sind die Zahlen wahrscheinlich etwas schwer zu erkennen, aber ich erkenne sie relativ gut. Daher suche ich die jetzt mal. Vielleicht habt ihr es schon gesehen. Und ja, da gucke ich mal, wo sie ist. Und so, gerade hier unten, da ist die Nummer 10.
Da ist sie. Ich muss mal gucken, dass ich den Kalender ein bisschen so halte, dass ich nicht hinter den Kalender rede, weil ich dann immer sehr leise bin. Deswegen muss ich da immer mal schauen, dass ich das ordentlich hinbekomme. Ah, was ist heute drin? Maoam Pinballs. Kenn ich auch noch nicht. Auch noch was ganz Neues anscheinend. Von Maoam. Das sind Maoam Pinballs. Habe ich noch nie gesehen. Weil wenn man zu einkaufen geht, achtet man auf sowas meistens nicht wirklich. Das scheint auch irgendwas noch zu sein, was noch relativ neu ist. Aber okay, warum nicht? Solange schöne Sachen sind, ist es okay. Und jetzt kommen wir zu unserem schönen Star Wars Kalender, der auch schon etwas zerpflückt aussieht. Aber noch komplett okay. Ist noch einer, der relativ ganz ist. Und da gucken wir auch nach der Nummer 10. Die ist hier oben an der Ecke. Da ist die Nummer 10. Und die machen wir jetzt auch gemeinsam auf. Und schau mal, was heute schönes drin ist von Star Wars. Ah, mal wieder so klappen, die Klappe. Das scheint irgendwie so ein Geschützteil zu sein oder so ein Fahrzeug. Sieht zumindest so ein bisschen danach aus. Ja, immer ein bisschen schlecht mit der Lichtspiegelung, weil das immer dann spiegelt. Aber ich versuche es euch so gut wie es geht immer zu zeigen, ohne dass es zu doll reflektiert. Aber es ist halt schwierig, aber es klappt schon. Und dann einmal den BVB-Kalender. Das ist der letzte, der vorletzte. Heute ist ja wieder Milka dran. Aber erst zeige ich euch immer diese Kalender, die ich habe. Und das ist ein Adventskalender von Milka jeden zweiten Tag. Und ja, dann schauen wir mal. Da ist die 11, da ist die 10. Genau da ist sie. Auch schnell gefunden. Den Kalender relativ einfach. Und dann holen wir uns die Tafel mal raus. Auch immer ohne Probleme. Also ich habe ganz vergessen, bei Haribo-Kalender euch den Spruch zu zeigen. Den zeige ich euch auch gleich in Anschluss, wenn ich hier durch bin. Habe ich gerade gemerkt, da fehlt doch noch was. Der Haribo-Spruch aus dem Haribo-Kalender. Aber den machen wir gleich. Keine Sorge. Das holen wir noch schnell nach am Ende. Da ist der Milka-Kalender mit der Nummer 10 heute. Gestern hat mein Mutti ihn ja aufgemacht. Heute bin ich wieder dran. Da gucken wir mal, wo die 10 ist. Da ist die 11. Das ist dann wieder so meine Mutti. Ich gucke gerade voll ins Licht. Bin schon geblendet, aber egal. Was soll's. Was macht man nicht alles für den Zuschauer? Dann gucken wir voll ins Licht rein. Wo ist sie denn? Hallo? Hä? Bin ich blind? Ich finde die 10 nicht. Ich muss die 10. Elf, 12, 20, 23, 15, 23. Hä? Sag mal, bin ich total blind? Wo ist die 10? Das ist die 8. Das gibt's doch gar nicht. Gibt's ja keine 10 oder was? Hä? Leute, erklärt mich für blind. Ich sehe die 10 nicht. Da ist sie. Ach, das haben sie jetzt auch schwer gemacht. Guck mal, genau hier im Stern ist die 10. Genau hier. Also, das ist echt schwer zu finden, ne? Das ist ja gemein gemacht. Das ist ja gemein. Und da kommt mir schon die Schokolade entgegengerutscht. Da kommt mir die Schokolade schon entgegengerutscht. Heute ist es ein Mond, ein lächelnder Mond im Milka-Kalender. Gut, ich zeige euch aber ganz kurz und schnell bei Haribo den Spruch. Bevor ich ja vergesse, die 10 war hier. Den Spruch, den wir noch durchlesen können. Mal gucken. Dass ihr es einigermaßen sehen könnt und lesen könnt.
Ich hoffe, es ist einigermaßen zu erkennen aus diesem Winkel. Aber ich denke mal schon, dass es geht. Wenn nicht, dann schreibt Beschwerde in die Kommentare. So, jetzt habe ich euch mal alles was drin. Boah, und da war es auch wieder für das heutige Türchen Nummer 10 meines Adventskalender Türchen öffnen. Und wie gesagt, ich werde schon mal die Tage noch ein bisschen rumexperimentieren mit einem anderen Winkel aufzunehmen. Mit besseren Lichtverhältnissen vielleicht, mit besseren Hintergrund eventuell. Da muss ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen rumtesten, weiter testen, dass ich dann auch gleich wieder für nächstes Jahr einen guten Winkel habe, aus dem ich für euch aufnehmen kann. Ich denke mal, da findet sich noch ein guter Winkel. Der Winkel jetzt ist auch schon mal relativ gut, würde ich sagen, aus dem ich jetzt aufnehme. Aber noch nicht ganz so optimal, wie ich es möchte. Ich glaube, da geht noch mehr. Und ja, in der Zeit, wo ich rede, zeige ich euch die ganzen Sachen, die heute drin wurden. So kann man das alles miteinander etwas kombinieren, was das angeht. So, hier die Pokémon-Sachen. Und ja, hier noch der Mineralienstein, der sich gerade auf meinem dunklen Mauspad versteckt. Und ich wundere, dass man fast nicht sieht, der ist sehr dunkel. Es hat nur ein paar leichte Stellen, wo ein bisschen Farbe drin ist, wie ihr seht. Aber sonst generell ist es ein relativ dunkler Stein. Und ja, der Milka-Kalendermond, der immer lächelt. Und das war's dann auch schon für das heutige Türchen. Meine Adventskalender-Türchen öffnen. Gut, Türchen Nummer 11. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat, Spaß gemacht hat zuzuschauen. Und hoffe natürlich wie immer, dass ihr morgen zu Türchen Nummer 12 auch wieder dabei seid. Zum Start in eine neue Woche, die nächste Dezemberwoche. Der halbe Dezember ist schon wieder fast um. Und ja. Lasst auch gerne ein Like, Abo oder Follow da, wenn es euch gefallen hat. Alles kostenlos, würde mich über viele Likes, Kommentare oder Abos mit euch freuen, die sich das gerne anschauen und dann vielleicht wieder nächstes Jahr dabei sein wollen oder andere Videos bei mir schauen möchten. Wäre schön auf jeden Fall. Und ja, dann sage ich mal an dieser Stelle Ciao mit V. Wünsche euch alle noch einen schönen, schönen zweiten ruhigen und besinnlichen zweiten Advent und wir sehen uns dann morgen am Montag zur Türchen Nummer 12 wieder mit und von eurem Darth Steffen Zockt. Ich sage jetzt an dieser Stelle Ciao mit V, möge die Macht mit euch sein und bleibt mir treu geworden und gesund. Bis morgen.